Meine sehr verehrten Damen und Herren, viel ist passiert in den letzten 4 Wochen. Dramatische Entwicklung auch hier in Höveloff. Während wir noch vor 4 Wochen von positiven Zahlen rund 10 Infizierten berichten konnten, ist seitdem die Zahl dramatisch nach oben gegangen. Wir waren zeitweise bei 85 infizierten Fällen in Höveloff, davon allerdings 40 in der Justizvollzugsanstalt in Staumühle. Die 7-Tages-Inzidenz, die ja eine immer größere Rolle jetzt auch spielt, wir sehen es hier am 24. März noch weit unter 50. Zwischenzeitlich war sie sogar bei 350 und heute tagesaktuell ist sie wieder bei 141 hier direkt in Höveloff. Herr Dr. Georg Schneider, was ist passiert in den letzten 4 Wochen? Ja, wir hatten einen Ausbruch in der Justizvollzugsanstalt in Höveloff. Das hat die Zahlen deutlich nach oben gebracht. Das war ein isoliertes Geschehen. Ansonsten ist es ein Geschehen, was man wie den anderen Kreisen, Orten des Kreises auch einordnen kann, völlig diffus. Es ist die Gruppe der 25- bis 59-Jährigen, die erkrankt sind. Es passiert in Schulen, in Kitas, aber vor allen Dingen an Arbeitsplätzen. Keine Infektion, ich hatte beim Kreis nochmal nachgefragt, findet im Freien statt. Es sind immer Infektionen, die stattfinden in geschlossenen Räumen, in Einrichtungen, an Arbeitsplätzen. Keine im Freien. Da sind wir gleich beim Thema. Morgen tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Erstmalig regelt der Bund für uns alle, wie wir mit den Corona-Regeln umzugehen haben. Man hat das Vertrauen wohl in die Länder komplett verloren. Aber man hat Regelungen geschaffen, die auch für uns jetzt ganz, ganz neu sind. Zunächst mal ist neu, dass wir auch im privaten Bereich uns nicht mehr mit allen treffen dürfen, sondern nur noch einen Haushalt mit einer einzigen Person. Bislang war das in Nordrhein-Westfalen im privaten Bereich noch nicht geregelt. Und jetzt kommt es, die sogenannte Ausgangssperre tritt in Kraft. 22 Uhr bis 5 Uhr dürfen wir unser Haus nicht mehr verlassen, müssen also in geschlossenen Räumen bleiben, können noch spazieren gehen alleine bis um 0 Uhr und danach müssen wir aber dann doch zu Bett gehen. Außer ich führe meinen Hund noch Gassi, dann darf ich das. Also wenn ich jetzt ein kleines Treffen habe mit einem Bekannten, dann sollte ich nach Hause gehen bis 22 Uhr. Oder ich sage, ich mache noch einen Spaziergang vom Kumpel nach Hause bis 0 Uhr. Oder ich nehme meinen Hund mit und dann kann ich auch bis morgens um 5 Uhr noch nach Hause gehen. Das sind doch vollkommen verrückte Regeln, die man da geschaffen hat. Insbesondere, wenn es darum geht, dass man in geschlossenen Räumen sich aufhalten muss und nicht an der frischen Luft. Denn Sie sagen ja gerade selbst, an der frischen Luft passiert doch nichts. Ja, das ist genau das Problem. 40% aller Infektionen geschehen über asymptomatisch Betroffene in geschlossenen Räumen. An der frischen Luft passiert gar nichts. Was ich richtig finde, ist, dass private Feiern, private Veranstaltungen und private Treffen wieder runtergefahren werden. Wir hatten das über die Ostertage und ja letztes Jahr Weihnachten auch gehabt. Aber was eben ansonsten wichtig ist, man muss nach draußen gehen, man muss an die frische Luft gehen. Vielleicht hätte man auch wieder in die Außengastronomie gehen dürfen. Da passiert auch nichts. Alles, was in geschlossenen Räumen ist, tut uns nicht gut. Man merkt, auch da schwimmen die Politiker, man setzt irgendwelche fiktiven Werte fest, mal ist es die 165, dann ist es wieder die 100, dann ist es die 200. Also der Bürger hat ja überhaupt kein Vertrauen mehr in das, was dort inzwischen geregelt worden ist. Neu ist jetzt auch, dass ich, wenn ich zum Friseur gehen möchte oder zur Fußpflege, ebenfalls einen tagesaktuellen Test mitbringen muss. Sport darf ich nur noch alleine oder vielleicht zu zweit machen oder mit Familienangehörigen, auch hier eine Minimierung dessen, was bisher erlaubt war. Ja, und bei Schulen ist dieser Wert von 165 jetzt festgelegt worden. Selbst Herr Laschet hat gesagt, der ist einfach so ausgedacht im Grunde genommen. Ab diesem Wert sollen jetzt zukünftig auch die Schulen wieder geschlossen werden. Sehr, sehr viel Verunsicherung. Wie spüren Sie das in Ihren Praxen? Ja, auf jeden Fall. Es sind alle verunsichert. Es sind Maßnahmen, die teilweise auch nicht nachzuvollziehen sind. Das Problem, was ich sehe, ist, dass diese Maßnahmen vor 3 Wochen hätten ergriffen werden müssen. Wir hätten vor Ostern hätten wir schließen müssen. Vor Ostern hätten wir alles regeln müssen, dass draußen mehr geht, dass private Sachen nicht gehen, dass Infektionen runtergefahren werden, um die Intensivstation nicht weiter zu überlasten. Da sind wir jetzt, das ist passiert. Wir hätten 2 mal 21 Tage bis Pfingsten schließen müssen. Das haben wir versäumt. Umso wichtiger ist, dass wir das Vertrauen zumindest hier vor Ort noch behalten. Und da sind wir Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen inzwischen auch verstärkt impfen. Seit dem 6.4. geht es hier richtig mit Power zu Gange, was das Impfen angeht. Wie ist es angelaufen? Ja, es ist ganz gut angelaufen. Wir haben insgesamt seit dem 6.4. in allen Hausarztpraxen und Facharztpraxen gemeinsam in Höveloff 1.300 Impfungen durchgeführt. Erstimpfungen, wir kommen erst nach 6 Wochen mit BioNTech/Pfizer oder nach 12 Wochen mit AstraZeneca in die Zweitimpfung. Davon sind 420 AstraZeneca-Impfungen in der Sonderaktion direkt nach Ostern
durchgeführt worden, welche das Land und der Bund organisiert hatten. Und 880 Erstimpfungen sind mit BioNTech-Pfizer durchgeführt worden, innerhalb von 17 Tagen. Nächste Woche erwarten wir alleine an BioNTech-Pfizer, es gibt nächste Woche in den Arztpraxen nur BioNTech-Pfizer, über 550 Impfdosen im Ort. Wir sind dabei, die Gruppe der 70-Jährigen abzuarbeiten, der chronisch kranken Patienten, der Hausbesuchspatienten, der Patienten mit Pflegegrad 4 und 5. Je mehr Impfstoff es geben wird, je weiter wird auch die Priorisierung nach unten gehen. In den Impfzentren macht man seit heute den Jahrgang ab 1950 auf. Auf den Seiten des Kreises Paderborn sind alle Berechtigungen auch für pflegende Angehörige, auch für Lebenspartner von Jahrgang 1950 Geborenen ohne Altersbeschränkung und für alle Gruppen der Prio 1 und 2 aufgelistet. Man muss sich da tagesaktuell informieren, man muss sich da tagesaktuell einklicken, man muss tagesaktuell buchen über die Impfzentren. Die Impfzentren haben immer noch einen sehr, sehr großen und wichtigen Stellenwert an den Impfungen. Die Hausärzte holen auf, wir sehen das auch. Wir waren einmal schon Mitte April fast eben in den verimpften Dosen in den Allgemeinmedizinpraxen, den Hausarztpraxen, den Facharztpraxen und in den Impfzentren. Das wird mehr und mehr kommen. Wir werden demnächst über 2 Millionen Dosen in NRW in die Hausarztpraxen kriegen. Es wird an Fahrt aufnehmen. Was mir wichtig ist, dass die Priorisierung viel, viel früher fallen müsste. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir eigentlich diejenigen, wo die Hauptausbruchsherde sind, zwischen 25 und 59 Jahren, die im Übrigen auch auf den Intensivstationen liegen, die müssen wir jetzt impfen. Wir müssen ganz schnell weiter mit den 60-Jährigen machen, weiter mit den 70-Jährigen machen. Und dann muss die Priorisierung vor Juni, Mitte Mai, wenn es geht, früher fallen gelassen werden, dass man sagt, in Betrieben, überall, wo im Bulli zusammengesessen wird, überall, wo gemeinsam berufsbedingt Pause gemacht werden muss, da muss dann geimpft werden, ohne Altersbeschränkung. Herr Dr. Schneider, warum hält man denn so krampfhaft an dieser Priorisierung fest? Ich höre, dass bei den Impfzentren viele freie Termine zu buchen sind. Wenn ich jetzt eine Bescheinigung vom Arzt bekomme, dann kriege ich innerhalb von 24 Stunden dort auch einen Termin. Warum muss man noch so lange warten, bis endlich jeder, der eine Impfung möchte, auch eine bei Ihnen, beim Hausarzt, abholen darf? Ja, das wird kommen. Ganz wichtig war die Priorisierung und dem stimme ich auch wirklich zu, dass man in der vulnerablen Gruppe bei den wirklich alten, chronisch Kranken, bei den über 80-Jährigen, auch bei den über 70-Jährigen, wo wir jetzt fast mit durch sind, dass man da gesagt hat, okay, die müssen zuerst geschützt werden. Das Todesrisiko ist in dieser Gruppe am größten. Das haben wir auch gut geschafft. Wir sehen das an den Zahlen. Wir merken jetzt, dass ganz andere Zahlen die Intensivmedizin belasten und in die Todesstatistik eingehen und dass jüngere Leute auch viel, viel länger in den Kliniken liegen, wenn sie denn Corona haben, teilweise auch mit schlimmen Ausgängen, teilweise aber auch mit erfreulichen Ausgängen. Wir müssen jetzt einfach umswitchen und sagen, okay, es hat sich geändert. Wie wir damals gesagt haben, der BioNTech-Impfstoff, er muss nicht mehr gekühlt werden. Die Hausärzte dürfen ihn auch impfen, müssen wir jetzt sagen. Die vulnerable Gruppe liegt nicht mehr bei 80 und bei 70. Sie liegt viel, viel niedriger. Wir müssen umswitchen und sagen, dann doch bitte die Nadel in den Arm und den Impfstoff verimpfen. Was ich jetzt aber allerdings wahrnehme, dass eine große Neiddebatte entstanden ist. Der eine ist geimpft, der andere ist noch nicht geimpft. Der eine findet irgendwo eine Lücke im Gesetz, dass er einen pflegenden Angehörigen hat, dass er eine Schwangere kennt oder dergleichen und dann zu diesem Impftermin kommt. Und der Nächste, der einfach wartet, wann er dran ist mit seiner Priorisierung, dann entsprechend zunächst mal ins Leere schaut und gegebenenfalls dann auch später wieder raus darf ins normale Leben wie vielleicht der andere. Wie kann man dem etwas entgegensetzen? Ja, das ist ganz schwierig. Man kann es auch nicht jedem recht machen. Es gibt immer Möglichkeiten, wo man vielleicht was findet oder wo auch steht, okay, das könnte gehen, können wir so machen. Es gibt auch soziale Indikationen. Es ist auch wirklich nicht einfach. Der Mangel des Impfstoffes ist momentan noch bestimmt und das ist das einzige Problem. Sobald wir davon weg sind und die Priorisierung fallen gelassen wird, sobald wir auch mehr Impfstoff bekommen, auch von Astra, auch von Johnson & Johnson, auch von Moderna, wird dieses Problem weg sein. Die Neiddebatte, die sollte man wirklich nicht führen. Ja, Dr. Schneider, Sie haben vor kurzem einen wunderbaren Satz geprägt. Sie haben gesagt, wir sind am Ende der regulären Spielzeit. Wir müssen aufpassen, dass wir kein Tor mehr reinkriegen und besonders die Nachspielzeit noch mal besonders im Blick behalten. Dann werden wir diesen Kampf, dann werden wir dieses Spiel gewinnen und werden voraussichtlich sogar schon Ende der Sommerferien durch sein. Halten Sie daran fest? Ja, da würde ich dran festhalten. Die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, dass bis zum Ende des Sommers, also am 23. September, jeder ein Impfangebot hat. Ich glaube, dass wir bis zu den Sommerferien oder in den Sommerferien NRW, das wird im August sein, Mitte August, dass wir mit den Erstimpfungen durch sein können, dass wir einen Großteil der Zweitimpfung abgeschlossen haben werden können und dass sich die Situation wirklich deutlich entspannt, dass auch wirklich wieder deutlich mehr Rechte und deutlich mehr normales Leben sein wird. Wir telefonieren ja teilweise jetzt hinter den Patienten her und merken,
jeder dritte oder vierte Anruf, da wird gesagt, ich bin beim Impfzentrum, ich habe den Termin, ich war beruflich dran. Die Durchimpfung, die wird deutlich höher sein in den ganzen Orten, vor allen Dingen auch im Kreis Paderborn. Das Impfzentrum alleine hat über 50.000 Dosen schon verimpft. Wenn jetzt die Niedergelassenen dazukommen und insbesondere auch die Zuteilung über die Niedergelassenen ansteigt, dann bleibe ich dabei, dass wir im Sommer die Situation hoffentlich ganz anders sehen müssen. Bis dahin müssen wir nur wirklich aufpassen, geschlossene Räume meiden, Kontakte meiden, frische Luft nutzen. Sie sprechen das Thema Erstimpfung gerade an. Ab der Erstimpfung ist es schon ein gewisser Schutz da. Ja, man muss 10-12 Tage warten nach der Erstimpfung, dann hat man einen 60-70-prozentigen Schutz. Wir müssen die Maske weiter nutzen, wir müssen die AHA, L und A-Regeln weiter beachten. Das wird alles so sein, bis wir alle die Zweitimpfung haben, beziehungsweise bis über 70% durchgeimpft sind. Wir sehen es in England, die Bilder sind ja erfrischend, wenn man sieht, die Leute sitzen wieder im Pub draußen. Ist ein ganz anderes Leben. All das, was uns fehlt, ist da wieder möglich. Das ist in Israel möglich, man sieht lachende Gesichter, man steht wieder gemeinsam da ohne Maske. Das ist erfrischend und da müssen wir hinkommen und da werden wir hinkommen. Und bis dahin müssen wir uns regelmäßig testen lassen. Auch die neue Gesetzgebung sieht das ja vor. Wir haben ein gutes Angebot in Höveloff im Schützen- und Bürgerhaus. Wir sind dem Herrn Stratmann da sehr, sehr dankbar, dass wir regelmäßig uns dort testen lassen können. So oft wir wollen in der Woche, insbesondere wenn wir anderen Menschen begegnen. Aber wir werden jetzt noch ein weiteres Testangebot in Höveloff bekommen. Angelika Michelis hat sich bereit erklärt, sich ebenfalls hier stark einzubringen, auch tagsüber täglich uns zu testen. Denn wenn wir in ein Geschäft hineingehen wollen, brauchen wir einen tagesaktuellen Test. Und so können wir jetzt auch bei uns im Schlossgarten, voraussichtlich sogar in der Kulturscheune, regelmäßig uns dort testen lassen. Etwa Ende nächster Woche soll es losgehen. Sehr, sehr vereinfachtes Verfahren mit einer Chipkarte, die Angelika Michelis ausstellt. Geht man dorthin, lässt sich, ohne dass man groß seine Daten vorher eingeben muss, dort testen, bekommt dann einen tagesaktuellen Nachweis und wir sind dann safe für den jeweiligen Tag. Die Testungen gelten aber nur für den jeweiligen Tag. Am nächsten Tag kann ich schon wieder infiziert sein, oder? Ja, die gelten für den Tag. Man kann auch infiziert sein und der Test ist noch negativ. Der Test ersetzt ja auch nicht den Maskenschutz. Der Test hilft, Infektionsketten zu unterbrechen, wenn man denn jemanden positiv rausgetestet hat, was übrigens nicht selten der Fall ist, hilft dem Gesundheitsamt, die Kontaktnachverfolgung zu verbessern, hilft Cluster zu reduzieren und hilft dazu, dass weniger asymptomatische, 40% geht man zurzeit von aus, andere Menschen in geschlossenen Räumen anstecken. Lassen Sie sich testen, aber vor allen Dingen lassen Sie sich impfen und da wollen wir mithelfen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Georg Schneider. Wir wollen die Endphase dieses Spiels nutzen, um nochmal alle gemeinsam dafür zu kämpfen, dass wir diese Pandemie besiegen. Und wir bleiben bei unserer großen Hoffnung, wir bleiben auch beim Vertrauen in Dr. Georg Schneider mit seiner Aussage, Hövelmarkt sehen wir uns alle wieder beim Glas Bier. Bis dahin, in Lederhose. Alles Gute.